So, und hier sind wir wieder bei Assassin's Creed Unity. Okay. Ich meine, es wäre die 10. Folge. Ja, weiß ich davon nicht, aber scheinbar mögen uns die Leute hier nicht so besonders. Woher kommt das wohl? Gut. Ich würde sagen, die nächste Hauptmission ist fällig. Oder? Ja. Wieder eine leichte Hauptmission. Ich finde, es ist auch sehr schön, dass man, also diese Hauptmission, da kann man wirklich sehen, an den Diamanten, wie schwer die sind, und ich würde jeden raten, vorher aufzurüsten, bevor er eine schwerere macht. Was ich leider sehr, sehr... Auf ein Wort, Bruder? Nein, ich spiele keine Online-Mission. Also ich muss das nur sehr, sehr schmerzlich feststellen, wie ihr in 5 Folgen, glaube ich, sehen werdet. Oder 4. Müssten 4 sein. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht ganz genau. Egal. Sei gegrüßt. Gut, wir gehen immer noch nicht zum Händler. Naja, im Moment alles einfach. So, im Moment halt, ne? Wie man merkt. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von der Lassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thunes. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten 3 Assassinen auf ihn an. 2 fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ja. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn. Assassine. Der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thunes. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden. Wir machen immer das Gleiche. Das ist komisch. Ja. Wir können ein paar neue Sachen holen. Wie cool. Wieso nicht? Macht doch bestimmt wieder Spaß, so ein bisschen was zu holen. Hallo? Nup. So. Gut, dann gehen wir mal zu diesem komischen Stadtteil und suchen Ronard de Thunes oder sowas. Ich weiß, das ist nicht mehr ganz genau. Boah, der Fluss sieht aus, als würden wir in einer Mischung aus ausgekotztem und verschimmelter Milch schwimmen. Es ist richtig ekelhaft, sieht das aus. Naja. Ja, wir werden wohl dann noch ein bisschen Zeit haben. Ich glaube, das Ganze überspringe ich jetzt mal. Das ist nämlich nicht so von besonderer
Wichtigkeit. Okay, hier machen wir jetzt weiter. Ich habe den Aussichtspunkt jetzt schon gemacht. Nehme das Ganze jetzt, synchronisiere jetzt diese Stelle nochmal nach, weil ich den falschen Audiotreiber genommen habe, aber egal. Ja, es ist nichts Spannendes passiert in der Zwischenzeit und deshalb habe ich ja auch das alles rausgenommen. Sonst hätte ich es reingeschnitten. Dann lasst uns mal diese Mission starten. Und mal gucken, was wir so machen können. Oder nicht machen können. Was passiert und was nicht passiert. Was ich weiß und was ich nicht weiß. Was Wissen sein könnte. Was, keine Ahnung, was ich weiß. Es ist nicht der schlechteste Posten. Ich war vor ein paar Jahren in den Kolonien. Da war's schlimm. Halt immer eine Hand an deinem Geldbeutel. Alles wird gut. Ja. Sollte man in einem von Bettlern und Dieben umringten oder besetzten Raum auch tun, glaube ich. Es wäre auch schlecht, wenn nicht. Es wäre auch sehr ungewöhnlich, wenn hier keine Bettler und Diebe beim Bettlerkönig wären. Oder? Schreit jemand. Wieso sind die eigentlich böse auf mich? Das ist doch... Aua. Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thunes sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann. Von einen Fuß. Nun könnt ihr bloß stürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt ihr nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn ja in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen, dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Das ist die bessere Frage. Ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François. Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Okay, erstens. Er war mit uns in der Bastille. Wer von den Krüppeln oder von den Typen war er? Zweitens. Wie? Wir sind ein Assassine. Wieso? Nochmal. Wieso sieht er uns noch immer? Ich meine, wir sind ein Assassine. Wir sollten eigentlich Wächter der Nacht sein. Wieso sind wir so offensichtlich, sozusagen, dass er uns verfolgen kann? Na?
Nicht mich sehen. Nur verfolgen. Zurück mit dir. Okay, da kommen wir auch nicht an der Wache vorbei. Einfach weitergehen. Immer schön verfolgen. Sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Dein Tag wird kommen, Sittenstrolch. Und zwar eher, als ihr denkt. Glaubt mir. Und drittens, warum kennen die beiden sich? Das ist, etwas komisch für mich. Ich weiß nicht, warum und wieso und weshalb, ich bin auch generell von der Story... Oh, nein, da wollen wir nicht hin. Ich bin etwas verwirrt von der Story noch von Assassin's Creed. Oh, das war schlecht. Ja, dann werde ich wohl ein bisschen vorspulen mit dem zweiten Teil und dann genau hier nochmal zeigen. Den habe ich ja schon geschnitten, weil ich weiß, dass das passiert. Weil ich es nochmal synchronisiere. Komm, geh in Deckung. Gut. Also der ist so aufgeregt, dass er uns noch nicht mal sieht. Genial. Gehen wir nachher was trinken? Kenne ich dich? Scheinbar nicht. So, lauf hinter ihm her. Komm. Ja. Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Ich weiß noch, wie er schrie und wie lange es andauerte. Nur wegen eines kleinen Fehlers in der Buchführung. Machst du Witze? Ich dachte, er hätte wenigstens was abgegriffen oder so. Nein, er hat eine 1 im Buch falsch gesetzt. Gut. Also im Eichel. Der hat, der Bettler. War das der Bettler? Oder redet der gerade von wie jemand anderen? Denn das wäre ziemlich heftig, wenn ein Bettler Buch führen würde. Also ich glaube, der redet von irgendjemand anderen außer den Bettler. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Hey, hör auf mich zu. Sind alle böse auf mich? Warum sind die böse? Versteht ihr das? Warum die böse auf mich sind und nicht auf alle anderen? Oh, wir sollten wieder hinter den herlaufen. Wäre vielleicht etwas klüger. Oder? Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Ja, das stimmt nicht. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein. Okay, scheinbar war das in Paris Modeerscheinung. Seine Leichen vor die Haustür zu legen. Und Abflussrohre zu basteln, die keinen Sinn ergeben. Naja, egal. Guck mal, wen wir da haben. Ich glaube, es wird Zeit, unsere neue Phantomklinge auszuprobieren. Hey! Okay. Ist der hinter uns her? Scheinbar schon. Scheiße. Ja, dann sollte natürlich die Berserkerklinge immer anwenden, wenn keiner da ist, der uns sieht. Auf den wir da zumindest schießen. Sonst laufen die natürlich uns hinterher. Es war schon das ein oder andere Mal ein bisschen problematisch. Sehr
Ja, wer sieht uns denn jetzt? Was war das? Ich kriege dich zu, verdammt langsam. Oh, hey, nicht uns anschießen. Das kann man ja gar nicht leiden. Hätte schwören können, der kam hier entlang. Nein, du kannst gar nichts schwören, denn du bekommst jetzt auch einen Berserker-Pfeil an. Okay, der hat nicht viel ausgehalten. Gut. Was soll mit dem Unglücksraben im B6 geschehen? Schwere Verbrennungen durch Feuer, bei dem seine Familie starb. Ein Feuerschmerz zu bewerkstelligen, ohne die Stadt in Asche zu legen. Benutzt ein paar Tropfen starker Säure. Laien erkennen den Unterschied nicht. Okay, hier werden scheinbar alle möglichen Gegner zum Schweigen gebracht. Wie es sich anhört. Und ich würde sagen, hier machen wir dann auch Schluss. Ich weiß, es ist gemein, aber bis zum nächsten Mal. Haut rein.